Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Assassin's Creed 4 Black Flag. Beim letzten Mal, haben wir Blackbeard geholfen, ein spanisches Kriegsschiff, eine spanische Manowar anzugreifen und haben von der auch ein bisschen Medizin für Nassau bekommen, allerdings nicht sonderlich viel, denn ein bisschen mehr brauchen wir noch und dafür wollen wir uns jetzt mit Blackbeard in Charlestown treffen, aber ich würde sagen, bevor wir nach Charlestown fahren, werden wir auf jeden Fall nochmal mindestens einmal irgendwo an Land gehen müssen, um unser Schiff noch ein bisschen aufzubessern. Ich meine, wir haben jetzt eine ganze Menge Geld, dadurch, dass wir auch relativ viel getaucht sind und wir haben auch noch ein bisschen was über die Flotte gekriegt. Und dann schauen wir doch mal, was wir da jetzt nicht so verbessern können. Wir haben ja auch zwei neue Pläne, vielleicht haben wir da auch was Interessantes dabei. Aber wie gesagt, wir schauen mal, ob wir irgendwo an einer Insel an Land gehen können. Was ist da denn los? Kämpfen schon wieder Spanier gegen Briten. Ja, die Piraten sind echt das Schlimmste, was ihr befürchten könnt, ihr Briten. Naja gut, aber dann müssen sie sich wenigstens mit denen nicht mehr anlegen, ne? So, gibt's hier irgendwo, hier soll angeblich irgendwo eine Insel sein, aber ich sehe sie nirgends. Es ist aber auch gerade wieder enorm neblig hier auf diesem... Ja, vorne kommt eine Insel, aber die hilft uns nicht, die hat keinen Hafen. Ich brauche einen Hafen, um zu verbessern. Moment. Ist da ein Brite auf unserem Schiff? Was machen die denn da? Tach. Ihr macht euch mal bitte von meinem Schiff runter. Ich sag dir, macht euch von meinem Schiff runter. Was wird das? Was soll der Scheiß denn? Okay. So, jetzt können wir weiter segeln. Spione, ganz eindeutig. Ja, okay. Einfach ein paar Briten auf dem Schiff. Auch geil. Mir auch noch nicht passiert. Ja gut, hier ist auch nichts groß. Hier können wir ein ganzes Animus-Fragment holen, wenn wir an Land gehen, Leute. Also, das lohnt sich auf jeden Fall. Ich hätte ja gern noch ein paar Spanier, die ich überfallen dürfte. Ach Mann, komm schon, ein paar Spanier noch, ein paar wenige. Irgendeinen mit Holz und Metall brauche ich. Da vorne läuft schon wieder irgendeine Schlacht. Das ist ein größeres spanisches Schiff oder sieht das von hier jetzt nur so größer aus? Das wäre natürlich hilfreich. Nee, ist glaube ich auch nur ein Schoner, ne? Ja, ist nur ein Schoner, shit. Ich sehe das Britische gar nicht und es hat nur Holz und Zucker. 25 Holz, wow. So, was fährt da? Das britische Kanonenboot. Was kommt da hinten noch? Noch ein spanisches Kanonenboot. Naja, lohnt sich ja echt. Ach, hier ist noch die... Ja, aber wie gesagt, wir wollen ja eigentlich die... Ja gut, ist jetzt die Frage, lohnt sich das noch jetzt, den Briten nicht auf den Schlips zu treten? Ich meine, wir haben ihnen jetzt eins ihrer Kriegsschiffe versenkt, ne? Auf der anderen Seite... Und jetzt wollen wir nach Charlestown, um uns noch mehr Medizin zu holen. Also eigentlich haben wir uns mit den Briten ja sowieso schon verscherzt, aber... Ja, wir müssen es ja nicht noch schlimmer machen, als es ist. Diese kleinen Sachen können ja auch von Spaniern erledigt worden sein. Wie gesagt, es ist natürlich nicht schlimm, also man würde jetzt, ich glaube, also ich wüsste nicht, dass es jetzt irgendwelche Folgen gäbe, wenn ich jetzt weiter Briten angreife, aber oh, guckt mal, ein Pirat, ein Kanonenboot-Pirat. Ja gut, der interessiert uns jetzt aber natürlich nicht. Ja, wie gesagt, ich halte mich da jetzt einfach dran. Natürlich gibt es keine Folgen. Ich meine, das Spiel hat so eine Folge nicht, aber ja, ich denke, so ein bisschen Roleplay kann man auch in einem Assassin's Creed bringen. So, was haben wir hier noch für Schiffe? Da fährt was. Schon wieder ein britisches. Jetzt fahren hier auf einmal 1000 britische Schiffe rum. Das war doch vorher nicht so. Und ich habe immer noch keinen Hafen gefunden. Muss ja doch irgendwo einen fucking Hafen geben. Ich könnte dem britischen Schiff natürlich helfen, aber es wird ja wohl gegen ein Kanonenboot ankommen. Das finde ich ein bisschen schade, dass jetzt hier so wenig Großes rumfährt, dass sich auch wirklich lohnt. Da ist ein spanischer Schoner wieder. Aber der wird sich ja wahrscheinlich auch nicht lohnen, ne? Was kommt da noch an? Metall. Rum, ach komm, scheiß drauf. Damit wir wenigstens mal etwas gemacht haben.
Um die Briten kümmern wir uns nicht, nur um die beiden um das eine spanische Schiff da. Ich meine, es ist jetzt keine große Herausforderung, aber mein Gott, ne? Es geht mir jetzt einfach darum, dass wir mal wieder was erobern hier. Da sind sie alle Christen. Boom. Warten auf dein Zeichen, Captain. Hier, ihr Briten, so macht man das, Freunde. Wir werden auf sie treffen, Sir. Zack, da haben wir mal was mitgenommen. Oh, da kommt jetzt gleich ein Hafen, das ist schön. Runter auf den Grund. Wie gesagt, also Schoner sind ja jetzt inzwischen schon gar kein Problem mehr. Wir haben ihn gerade nur mit Ketten geschossen und Drehbassen erledigt, also... Ja. Ne? Wo ist denn das Schiff hier? Holz und Stoff, ach komm. Vielleicht können wir ja... Ja, wie gesagt, wir sollen unseren Bekannten jetzt gerade ja eigentlich nicht hoch... zu hoch hauen, ne? Na, müssen wir mal schauen. Wir können ja im Notfall den Bekanntheitsgrad auch wieder verringern. Und bam. Zack, ein bisschen Holz, ein bisschen Stoff. Ein Wrack mehr! Jetzt echt nicht die Menge. So, das wird jetzt natürlich ein bisschen problematisch. Ich wollte aber eigentlich zu dem Hafen. Wo ist der denn? Warum ist hier so ein mega Sperrgebiet? Und von wem ist das Sperrgebiet, ist die Frage. Von Briten oder von Spaniern? Ich meine, bei Spanier wäre es jetzt nicht so schlimm. Spanier. Ja, komm. Haben wir die einfach mal zu Tode, ne? Alles klar für den Aufpreis! So, jetzt muss ich auch ein bisschen aufpassen mit meinem Bekanntheitsgrad hier. Ah, hier ist es. Moment. Hier kann ich anlegen, perfekt. Mehr Segel, alle Segel! Oh, sogar eine Metallbrick. Komm, die holen wir uns natürlich dann jetzt. Wir haben ja irgendwie diese Insel genommen. So, ich muss gleich den Bekanntheitsgrad verringern. Spanische Brick, perfekt. Na, wenigstens etwas. So, wer will jetzt noch was von mir? Ein Schoner und Kanonenboote, glaube ich, ansonsten, oder? Ne, sind alles Schoner. Ist irgendein britischer dabei? Na gut, da könnte ich jetzt auch keine Rücksicht mehr drauf nehmen. So. Wo ist denn das Zeug gelumpe da? Ich bin jetzt fast verleitet, schnell einfach einen Mörser zu verwenden, weil es mir auf den Sack gerade geht. Wo ist denn der Letzte? Der versteckt sich da irgendwo hinter der scheiß Insel. Gut, den treffe ich von hier ja eh nicht, oder? Nee. Sie feuern, Sir! Wer kommt denn jetzt noch? Oh, ach du Scheiße. So viel dazu, ich will meinen Bekanntheitsgrad verringern, ne? Ja gut, die müssen jetzt halt einfach dran glauben. Es sind keine britischen. Das heißt, alles kein Problem. So, und jetzt ihr da. Geht mir auf den Sack. Da ist sie am schwächsten. Perfekt, geht doch. So, jetzt entern wir den. Den Spanier. Zum Glück können wir wenigstens die Spanier noch entern. Da haben wir wenigstens etwas. So. Aber wenigstens etwas Spaß hier. Drei drüben noch, das ist kein Problem für mich. Und zack, und kriegen dafür gleich auch noch ein bisschen Metall. Komme ich hier schon rüber? Perfekt. Und tschüss, Freunde. Einer noch. Oh, kann ich jetzt nicht einfach, danke. Jetzt müssten da hauptsächlich noch so dicke dabei sein, ne? So, Freunde, ihr verringert mal bitte meinen Bekanntheitsgrad. Ich will ja den Briten nicht auf den Sack gehen. Ich gehe nur noch euch auf den Sack. Weil euer König... Feuert ihr an, Jungs? Das ist ein Königreich, ja, ne? Euer König hat nichts gegen die Piraten scheinbar, oder zumindest ist er zu schwach, um was gegen die Piraten zu machen. Während der britische König wirklich was machen würde. So, jetzt ist die Frage... Halbes Segel, fangt etwas Wind ein! Ach komm, versenken. Hat natürlich gleich wieder meinen Bekanntheitsgrad erhöht. Oh, ordentlich rum. So, wo war denn die Brick?
Feuersegel einholen! Hab ich die aus Versehen versenkt? Kann das sein? Ich glaube ja. Ich hab die aus Versehen versenkt. Lasst sie dafür bezahlen! Ich glaube, ich habe die aus Versehen versenkt. Wir werden sie rammen! So, dann gehen wir jetzt aber wirklich an Land. Und jetzt ist hier das Sperrgebiet auch weg, ja, weil ich alle Schiffe versenkt habe, dann gibt es hier natürlich kein Sperrgebiet mehr. So, und dann kann ich jetzt auch ganz in Ruhe an Land gehen. Und mein Schiff endlich mal wieder ein bisschen verbessern. Und da geht das spanische Schiff langsam unter. Da sollte uns der britische König jetzt sogar dankbar sein, ey. Ach, jetzt sind wir wieder hier. Ich glaube, ich erinnere mich an den Ort. Und ran da. Perfekt. Ah, ich wollte eigentlich ganz gechillt auf dem Steg landen, aber... Naja, gut, das kann man dann leider nicht immer beeinflussen, scheinbar. So, wo ist denn jetzt hier der Hafenmeister? Erstmal will ich ihn rum. Super. So, jetzt suche ich den Hafenmeister. Wir können hier noch irgendein Spiel spielen, aber ich... Da bin ich jetzt kein Freund. Hier könnten wir einen Assassinenauftrag annehmen, aber da bin ich auch kein Freund von. Wie gesagt, das bringt zwar ein bisschen Geld, aber auch nicht so viel, dass es sich jetzt lohnt, finde ich. Vor allem, weil ich nicht weiß, wenn wir jetzt am Ende noch den Auftrag kriegen, einen Briten zu töten. Obwohl es ja eh ein Templer, die wissen dann schon, das waren die Assassinen und nicht die Piraten. Ah, da vorne ist der Hafen, perfekt. Es scheint, als könntest du Hilfe bei der Flucht brauchen. Ach komm, das geht alles schon. Das kriege ich alles selbst hin. So, erstmal verkaufen wir nochmal Zucker. Und Rum, eigentlich immer schade, dass wir so viel Rum verkaufen. Ne? So, und jetzt bin ich mal gespannt. Was können wir denn verbessern? Rum fehlt Holz. Ah, nicht mehr viel. Wir könnten die Breitseitenkanonen nochmal erhöhen. Das wäre natürlich geil. Dann hätten wir sogar noch fast genug Metall, um den Rumpf auszubauen. Die Jagdkanonen, ja, wie gesagt. Wir könnten den Rammsporn mal verbessern. Klopfers, das machen wir auch mal. Den Mörser könnten wir verstärken. Die Drehbassen. Ja, was machen wir? Ich glaube, wir holen erstmal mehr Kugeln. Mehr Kugeln ist immer gut. So. Und dann, komm, verbessern wir mal endlich den Rammsporn zum zweiten. Das ist erst die zweite Stufe, ne? Ne, schon die dritte Stufe, alles klar. Okay, dann ist in Ordnung. Ja, und den Rest sparen wir jetzt erstmal, würde ich sagen. Wir könnten noch einen Frachtraum. Ach komm, wir... Ja, eigentlich brauchen wir es nicht. Wir kriegen eh noch nicht genug, aber wenn wir jetzt gerade das Geld... Ach nee, scheiße, da spare ich mir lieber das Geld und kaufe mir nochmal Munition ein. Das ist dann, denke ich, die sinnvollere Variante. Weil momentan ist unser Frachtraum eh nie voll. So, das Problem ist, jetzt brauchen wir wieder ganz viel, um irgendwann den Rumpf auszubauen, aber ist auch nicht so schlimm. Dafür haben wir jetzt 3 Kanonen mehr, ich denke mal pro Seite. Und haben auch endlich einen besseren Rammsporn. Aber da haben wir ja jetzt auch schon fast den besten. Wie gesagt, den besten kriegt man ja, da brauche ich wieder den entsprechenden Plan für. Aber, ich meine, so viel benutze ich den Rammsporn dann auch nicht, dass es sich lohnen würde. Das heißt... Als nächstes sind entweder die nächsten Kanonen dran oder der Rumpf. Ich bin fast eher für den Rumpf. Weil momentan befinden wir uns zwar noch in einem Gebiet, wo uns die Gegner nicht viel Schaden machen, aber wenn wir dann bald vielleicht auch mal irgendwann in Gebiete fahren, wo sich viele Kriegsschiffe befinden und wir gegen Kriegsschiffe ran wollen, dann brauchen wir auf jeden Fall noch einen besseren Rumpf. Schaden machen wir ganz gut, denke ich. Inzwischen, wir könnten auf jeden Fall auch nochmal den Mörser verstärken, den werden wir dann auch gebrauchen können. Aber ich denke, wir müssen auf jeden Fall auch ein bisschen mehr aushalten. Vor allem, wenn wir dann auch irgendwann daran ran wollen, mehrere Schiffe gleichzeitig zu bekämpfen, dann braucht man natürlich ordentlich was, was man aushalten kann. Weil es läuft nicht immer gut. So, dann jetzt aber auf in Richtung Charlestown. Haben wir das nämlich endlich erledigt. Vielleicht finden wir ja noch ein paar Spanier, die ein bisschen Holz oder Stoff, wollte ich schon sagen, Metall. Holz und Metall brauchen wir. Rum und Zucker können wir eigentlich theoretisch auch gebrauchen, weil wir brauchen auch eine ganze Menge Geld, wie wir gesehen haben. Da vorne kommt ein Schiff, glaube ich. Mein Navi sagt mir das, beziehungsweise wir haben quasi ein Radar. Das sagt uns, wenn Schiffe in der Nähe sind. Feuerfässer, geil.
Und da haben wir eine ganze Truhe, geil. Ja, das ist halt wirklich, also momentan ist ein bisschen, kann ich verstehen. Oh, da ist ein Piratenschiff. Die Revenge. Von wem ist das denn? Hey, yo, Bonnet. Endlich deine eigene Flagge. Ja, Blackbeard schickte mich leider fort. Also dachte ich, ich versuche es selbst. Na, großartig. Ja, es ist das Beste, glaube ich. Nächstes Mal werde ich sicher was zu erzählen haben. Edward? Eure aufrichtige Freundschaft war mein wertvollster Fund hier auf See. Weit höher als Gold und Silber und Rumstufe stufe ich die Courage ein, die ihr mir dieses Jahr gabt. Danke, Sir. Möge die See euch gewogen sein. Ach, der gute Bonnet hat also jetzt auch sein eigenes Piratenschiff. Gut. Aber ich würde sagen, wie wir uns dann jetzt mit Blackbeard in Charlestown treffen, das seht ihr in der nächsten Folge von Let's Play Assassin's Creed 4. Bis dahin. Ciao.